Ehre, Stolz, Eitelkeit, Ehrgeiz, das sind alles Attribute, was der Herr nicht möchte. Das ist in der Welt sehr weit verbreitet, diese Geschichten. Aber der Herr möchte den wahren, den ehrlichen Wachstum haben, geistlicher Wachstum zu ihm hin. Er möchte, und selbst meine liebe Seele, wenn du kleine Schritte machst, er möchte, dass du vorangehst. Er möchte nicht, dass du erstmal riesen Schritte machst und dann bist du wieder in der Welt, sondern kleine Schritte, fundamentierte Schritte und weiter geht's. Zum Herrn hin. Wenn du dein Herz offen hast, liebe Seele. Und diese Gebote, wo es hier drin steht in der Heiligen Schrift hier, wenn du diese Gebote machst und dein Herz offen ist, wird dich der Herr führen. Er führt dich. Er hat uns alle geführt. Wir kommen ja aus Freude hier vorbei in der Woche, fünfmal, dreimal, zweimal, wie jeder kann. Aber mit Freude machen wir das. Mit Freude, damit wir die anderen Geschwister, die Geschwister allgemein sehen. Mit Freude, dass wir den Herrn wieder hören. Mit Freude, dass wir Lob singen dürfen. Mit Freude, dass wir Erkenntnis von der Schrift bekommen. Das machen wir alles mit Freude. Und nicht mit Zwang oder wie auch immer, wo viele sagen, ja, du machst es mit Zwang. Nein, wir machen es frei mit Freude. Und das ist das, was der Herr uns schaut. Das ist auch das, was der Herr von uns haben möchte. Ohne Zwang, ohne Druck. Das Herz auf, die Gebote einhalten, den Weg zum Herrn gehen. Das hört sich ganz einfach an. Natürlich ist das ein innerer Zwang. Natürlich ist das ein geistlicher Zwang. Das ist nicht einfach. Am Anfang zumindest nicht. Aber wie machen es die Geschwister? Ich habe immer zwei Beispiele gesagt. Die Geschwister in Afrika, die 15, 20 Kilometer laufen müssen durch die Savanne, durch die Wüste, damit sie eine Versammlung haben. Das erste Beispiel. Das zweite Beispiel. Wie machen es die Geschwister in China? Es ist verboten. Christliche Religionen sind verboten. Hauskreise, heimlich, wenn die erwischt werden, und sie machen es für den Herrn. Wenn die erwischt werden, haben sie erst mal 10 Jahre Gefängnis. Das ist so. In China. Und wir, die wir hier in Mitteleuropa, Südeuropa leben, Nordeuropa, ist ja egal, wir haben Luxus und trotzdem haben wir es schwer und trotzdem tun wir es schwer, voranzugehen zum Herrn hin. Obwohl wir so Luxus haben, wir haben keine Probleme. Wir können alles kaufen, Konsum, alles kaufen, was wir wollen. Die Medien, die verwirren, die sind da, ja. Und trotzdem tun wir uns schwer. Wenn ich die Gesichter gesehen habe in Afrika, mit welcher Freude die im Gesicht diese 20 Kilometer durch die Wüste laufen, damit sie ihre Schwestern oder ihre Brüder sehen, das ist wahre Glaube. Das ist Glaube zum Herrn. Natürlich wollen sie was hören vom Herrn. Wir haben alles. Wir haben Prophetie, Geistestaufe. Autos, alles. Und es gibt so viele Ecken auf der Welt, wo gar nichts ist. Im Dschungel in Brasilien. Ich habe gelesen, in Brasilien sind 35 Millionen aus der katholischen Kirche ausgetreten und sind in freie Gemeinden rein. Ich war in der Schweiz geschäftlich. Immer mehr freie Gemeinden gibt es in der Schweiz, egal welche Profession. Immer mehr. Die sehen, was in diesen Staatskirchen alles gepredigt wird. Die sehen, was hier drin steht. Und dann sehen sie die große Lücke. Da, wo ich in der Kirche war, wo ich wohne, in meinem Wohnort, ich habe nie was von Geistestaufe gehört. Ich habe nie was von der Entrückung gehört. Ich habe überhaupt nichts gehört. In der Kirche drin. Du bist kalt rein und eiskalt wieder raus. Wenn ich solche Geschwister sehe in Afrika, in China, im Dschungel, in Brasilien, dann bleiben wir stehen. Da stehen wir. Wir dribbeln auf einen Weg. Diese Leute, diese Geschwister,
die haben Freude für den Herrn. Die haben auch Freude für das Wort. Die haben Freude für die Prophetie. Die haben Freude allgemein, ohne Zwang. Haben wir auch Freude? Das will ich jetzt lesen. Hebräer 11, Vers 32. Hebräer 11, Vers 32. Hebräer 11, Vers 32. Und was soll ich noch sagen? Die Zeit würde mir ja fehlen, wenn ich erzählen wollte von Gideon und Barak und Simson und Jephtha und David und Samuel und die Propheten. Er erzählt jetzt vom Alten Testament. Durch Glauben Königreiche bezwangen. Königreiche. Gerechtigkeit wirkten, Verheißungen erlangten, die Rachen der Löwen verstopften, Daniel und seine Freunde. Sie haben die Gewalt des Feuers ausgelöscht, sind der Schärfe des Schwertes entkommen, sie sind aus Schwachheit zu Kraft gekommen, sind stark geworden im Kampf, haben die Heere der Fremden in die Flucht gejagt, durch Glauben, weil sie an den Herrn geglaubt haben. Schon damals im Alten Testament. Auch im Mittelalter habe ich gelesen. Im Mittelalter gibt es in Südfrankreich Katharer. Für die katholische Kirche war es eine Sekte, weil sie an Jesus Christus geglaubt haben und den puren Glauben gelebt haben. Die sind dann alle verbrannt worden und gejagt worden von der katholischen Kirche, spanische. Die haben gesungen, die sind so verbrannt worden am Pfahl. Die haben gesungen und sind dahin und haben sich verbrennen lassen. Aus Gewalt. Aber die haben Freude gehabt, weil sie gewusst haben, dass sie beim Herrn sind. Das ist der wahre Glaube. Das ist der wahre Glaube. 35. Frauen erhielten ihre Toten durch Auferstehung wieder. Andere aber ließen sich martern, also am Marterpfahl, so wie ich es gesagt habe, martern und nahmen die Befreiung nicht an. Also die sagen, nee, ich möchte zum Herrn. Die katholische Kirche hat gesagt, nee, du schwörst jetzt ab und gehst in die katholische Kirche wieder. Die haben gesagt, nein, Jesus Christus ist für uns gestorben am Kreuz und nicht die katholische Kirche, keine Institution, keine evangelisch-katholische und orthodoxe Kirche oder was auch immer. Er alleine, so wie es der Bruder gesagt hat, er alleine ist beim Herrn. Er alleine befiehlt im Himmel. Und die Engelchen machen, was er sagt. Und er alleine entscheidet auch vom Gericht. Am Gericht. Wir werden, wenn wir oben sind, Zeugen sein. Ja, wir sind Zeugen. Aber er ist auf dem Thron und niemand anders. Nahm die Befreiung nicht an, um eine bessere Auferstehung zu erlangen. Und andere erfuhren Spott und Geißelung. Wie Paulus? Paulus in Athen? Paulus in Rom? Durch Ketten und Gefängnis. Sie wurden gesteinigt, zersägt. Versucht, sie erlitten den Tod durch Schwert, sie zogen umher in Schafspelzen und Ziegenfellen, erlitten Mangel, Bedrückung, Misshandlung. Sie, deren die Welt nicht wert war, irrten umher in Wüsten und Gebirgen, in Höhlen und Löchern der Erde. Die haben nicht an die Welt gedacht. Die haben gesagt, nee, ist mir es nicht wert. Ich will beim Herrn sein. Nee, ich möchte beim Herrn sein. Ich gehe den anderen Weg. Ja, der andere Weg ist schmal. Ja, ich habe lauter Prüfungen im anderen Weg. Wir hingegen haben uns als Gemeinschaft. Wir gehen nach voran zum Herrn. Der Starke zieht den Schwachen. Aber wenn du alleine bist, in Sibirien, im Wald, das ist schwer. Oder wenn du alleine bist im Mittelalter und du wirst verfolgt von anderen Kirchen und du wirst verbrannt am Pfahl, Marterpfahl, das ist schwer. Und die sagen zu dir, du bekommst Leben, wenn du Gott abschwörst. Also wenn du wieder in die katholische Kirche reinkommst. Und der sagt,
Nein, ich möchte zum Herrn. Lässt sich verbrennen. Das ist wahrer Glaube. So wie, letztes Mal war das, Abraham seinen Sohn auf dem Berg geopfert haben wollte. Und er hat es fast gemacht. Und dann kam der Herr und ist eingeschritten. Das ist der einzige Sohn, was er hatte. Die Sarah war 98 Jahre alt. Der einzige Sohn. Er wollte ihn opfern. Weil es der Herr gesagt hat. Und diese alle, obgleich sie durch den Glauben ein gutes Zeugnis empfingen, haben das Verheißene nicht erlangt. Weil Gott für uns etwas Besseres vorgesehen hat, damit sie nicht ohne uns vollendet würden. Er hat sie bewahrt. Egal wer, wie, wo, bewahrt. Wie Abraham auch. Oder Jakob. Da wir nun eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, so lasst uns jede Last ablegen und die Sünde, die uns so leicht umstrickt, und lasst uns mit Ausdauer laufen in dem Kampf, der vor uns liegt. Nach vorne, zum Herrn, mit Mut, mit freiem Herzen, mit Glauben. Nicht mit Angst, nicht mit Last, mit Sorge. Das will der Herr nicht. Er will, dass wir unser Herz aufmachen und sagen, Herr, übernimm die Situation, übernimm die Last von mir, Herr, übernimm den Kampf. Er führt dich, liebe Seele. Er führt dich. Aber wir müssen den wahren Glauben haben. Den wahren Glauben heißt, das Herzchen aufmachen. Den wahren Glauben heißt, hier die Gebote einzuhalten. Und dann führt er dich. Und dann belohnt er dich. Aber nicht mit materiellen Dingen. Ich kann nie zum Herrn sagen, ich möchte 4 Häuser haben. Kriege ich nie. Aber ich kann zum Herrn sagen, liebe Seele, taufe mich mit deinem Heiligen Geist, gib mir eine Gabe, lass mich noch mehr wachsen zu dir. Das gibt er mir. Geistlich. Die geistliche Ebene ist immer höher, immer, als die weltliche. Du kannst so viel verlangen, weltlich, materiell, wie du willst, liebe Seele. Das wird er dir nie geben. Geistlich. Er will, dass wir geistlich bei ihm sind, wenn es soweit ist, wenn die Entrückung da ist. Oder auch vorher, wenn wir vorher sterben und einen Unfall haben oder wie auch immer. Dass wir bei ihm sind. Und das ist unser Ziel, liebe Seele. Und nicht irgendwas anders. Und zu diesem Ziel, da hat der Bruder natürlich recht, kommst du nur, wenn du auf dein Leben achtest. Schau nicht auf die andere. Das bringt dir nichts, was die andere haben und wie geistlich. Achte auf dich. Schau nicht auf die Bruder, auf den Bruder oder auf die Schwester. Achte auf dich. Und es geht aufwärts, nach vorne. In dem Kampf, der vor uns liegt, es ist ein Kampf, in dem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegende Freude willen das Kreuz erduldete und dabei die Schande für nichts achtete. Jesus Christus, ne? Er hätte das beste Leben im Himmel gehabt. Aber er ist runter auf die Welt, zu uns, 33 Jahre. Und hat sich kreuzigen lassen. Warum? Weil er uns liebt. Er liebt die Menschheit. Und er gibt jedem eine Chance. Nur nie, jeder hat die Chance, zu ihm zu kommen. Nur leider wenige betrachten diese Gelegenheit als Chance. So viele sind hier rein und wieder raus. Ja, was meint ihr, wo die sind? Sind die glücklich da draußen? Geistlich? Natürlich nicht. Ich kenne ein paar, ja, die kämpfen da draußen, die wissen nicht, mit allen Möglichen. Die wissen gar nicht, wo vorne und hinten ist in der Welt. Und dann kommt das dazu, dann kommt das dazu, Job verloren, dann kommt Krankheit dazu, dann kommt das noch dazu. Ich will nicht sagen, nur weil du jetzt von der Gemeinde weggegangen bist, liebe Seele, hast du solche Probleme. Nein, aber der andere greift dich doch an in der Welt. Der weiß doch genau, wo deine Probleme liegen.
der kennt dich doch auch. Der kennt dich doch, der andere. Aber er wird nicht angreifen, wenn wir hier drin sind, wenn wir hier in der Gemeinschaft sind, mit Kraft des Heiligen Geistes. Wenn wir beten im Dialog mit dem Herrn auf den Knien, da wird er nicht angreifen. Weil er weiß, er hat keine Chance gegen Jesus Christus. Er hat keine Chance. Weil Jesus für uns doch am Kreuz gestorben ist. Und diesen Glauben müssen wir weiterverfolgen, haben wir. Wenn ich nehme innerlich das Beispiel, die Afrikaner oder die Chinesen, wenn ich diese Geschwister sehe, was die für ein Wagnis und ein Risiko auf sich nehmen, da haben wir nichts. Wir haben keine Probleme. Das ist Luxus, was wir haben. Dabei die Schande für nichts erachtet, Jesus, und der sich zu Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat. Achtet doch auf ihn, der solchen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat. Und damit ihr nicht müde werdet und den Mut verliert. Hat er denn den Mut verloren in diesem Weg zum Golgotha? Hat er den Mut verloren, diese Schmerzen des Kreuzes zu tragen? Hat er den Mut verloren, die Dornenkrone mit Blut im Kopf? Hat er den Mut verloren, trotzdem diesen Weg weiterzugehen? Er wusste, was auf sich zukommt. Ich stelle mir das so vor, am Anfang des Weges, da oben ist der Hügel, da muss das Kreuz hin. Und jeden Meter dieses Weges wird schwerer. Weil du weißt ganz genau, dass du am Ende gekreuzigt wirst. Und das hat er freiwillig gemacht. Freiwillig. Warum? Weil er uns liebt. Nur verstehen tut sehr, sehr wenig. Leider. Er liebt uns. Er liebt uns, aber wir müssen ihm folgen. Wir müssen ihm gehorchen. Wir müssen seine Gebote, wir müssen, damit wir weiter bei ihm sind, damit wir den Weg zum Himmel kommen. Wir müssen diese Gebote einhalten. Die Gebote sind einfach. Es ist einfach, was jetzt steht. Aber halt es ein, liebe Seele. Mach es. Hab die Disziplin, hab den Willen weiterzugehen, den Mut weiterzugehen zum Herrn, der schmale Weg in den Himmel, zu Jesus Christus. Hab die Disziplin, liebe Seele. Und geh geradeaus frohen Herzens, ohne Last, ohne Leid, ohne Krampf. Achte doch auf ihn, der solchen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht müde werdet und den Mut verliert. Ihr habt noch nicht bis aufs Blut widerstanden, dem anderen widerstanden, im Kampf gegen die Sünde. Und habt das Trostwort vergessen, das zu euch als zu Söhnen spricht. Mein Sohn, achte nicht gering die Züchtigung des Herrn und verzage nicht, wenn du von ihm zurechtgewiesen wirst. Wie werden wir denn zurechtgewiesen? Wenn wir das nicht machen, was hier drin steht. Oder über die Prophetie von Geschwistern. Das ist eine Ermahnung, ist eine Züchtigung, Erbauung. Wir wissen doch eigentlich vom Herzen, wenn wir das nicht machen, dann haben wir ein Problem. Wir haben ein Problem. Der andere sagt, ja, ist doch egal, lass doch das dein Problem sein. Das ist doch kein Problem. Aber es ist ein Problem, geistlich. Mein Sohn, achte nicht gering die Züchtigung des Herrn und verzage nicht, wenn du von ihm zurechtgewiesen wirst. Durch wen der Herr liebt, den züchtigt er. Und er schlägt jeden Sohn, den er annimmt. Wenn ihr Züchtigung erduldet, so behandelt euch Gott ja als Söhne. Denn wo ist ein Sohn, den der Vater nicht züchtigt? Ich bin überzeugt, jeder Bruder, der hier sitzt, ist gezüchtigt worden von seinem Vater. Bin ich überzeugt. In irgendeiner Form. Und so macht es doch der Herr mit uns genauso.
So macht es der Herr genauso. Wenn ihr aber, wenn er uns züchtigt, dann wissen wir, er hat uns lieb. Er will weiter, dass wir den Weg weiterverfolgen. Das ist die Züchtigung. Wenn ihr aber ohne Züchtigung seid, an der sie alle Anteil bekommen haben, so seid ihr ja unecht und keine Söhne. Jeder wird gezüchtigt. Jeder. Weil der Herr uns lieb hat. Und deshalb müssen wir weitergehen. Und das machen und die Gebote einhalten, was der Herr von uns möchte. Zudem haben wir ja unsere leibliche Väter als Erzieher und scheuten uns vor ihnen. Sollten wir uns da nicht vielmehr dem Vater der Geister unterwerfen und leben? Denn jene haben uns für wenige Tage gezüchtigt, also die leibliche Väter, so wie es ihnen richtig erschien. Er aber, Gott, zu unserem Besten, damit wir seine Heiligkeit teilhaftig werden. Alle Züchtigung aber scheint uns für den Augenblick nicht zur Freude. Ist doch klar, wenn wir gezüchtigt werden, das ist ja keine Freude, das macht ja keinen Spaß. Da werde ich gemaßregelt vom Herrn und wenn du das nicht machst, was der Herr möchte von dir, haben wir ein Problem. Innerlich, geistlich. Also, das macht keinen Spaß, dann musst du das machen, was der Herr möchte. Ist doch klar. Sondern zur Traurigkeit, zur Freude, sondern zur Traurigkeit zu dienen, danach aber gibt sie eine friedsame Frucht der Gerechtigkeit denen, die durch sie geübt sind. Der Herr ist für uns gestorben am Kreuz. Wo er an der Stunde, wo er gestorben ist, ist der Vorhang weg. Vorhang vom Heiligsten zum Vorhof oder Vorhalle des Heiligen. Vorhang ist gerissen. Was bedeutet das? Das bedeutet, er ist für uns gestorben. Nur durch ihn sollen wir beten zum Vater. Durch Jesus Christus im Geiste und in Wahrheit. Und nicht durch einen dicken Mann im asiatischen Bereich. Nein, Jesus ist für uns gestorben. Ich habe nichts gegen andere Religionen, aber es tut natürlich weh im Herzen, wenn du weißt, dass viele sagen, ja, wir sind auch gläubig. Und dann fragt man sie, ja, habt ihr eine Gemeinschaft, habt ihr ein Gebet, was macht ihr? Ja, wir sind gläubig, weil wir zweimal im Jahr in die Kirche gehen. Ostern und Weihnachten. Bravo. Wir wissen, was die Wahrheit ist, als Gemeinde, als Gemeinschaft. Wir wissen, wo der Weg hinführt, wo die Antwort ist. Wir wissen, was wir für Gebote einhalten sollen, müssen, damit wir den Herrn sehen auf dem Thron im Himmel. Wir wissen, wie steinig der Weg wird. Er wird noch steinig. Da sind noch Prüfungen. Das ist nicht die breite Autobahn, die in der Welt drin ist. Und deshalb steht es auch drin, bevor ein Reicher gläubig wird, geht er ein, ich weiß nicht, Kamel durchs Nadelöhr oder irgend sowas. Nein, der Reiche sagt, wie Nebukadnezar, der Reiche sagt, ich habe alles selber erschaffen. Das sind meine Häuser, das sind meine Boote, das sind meine Autos. Ich verdiene, hab's. Aber was machst du, wenn du krank bist? Was machst du, wenn du später merkst, dass du 1,80 Meter unter der Erde bist? Was machst du, wenn du gerichtet wirst später? Da habe ich gerichtet von uns, von den Gläubigen, von deinen Verwandten, von deinen Bekannten wirst du gerichtet, die gläubig sind, die wahren Gläubigen, die oben neben dem Thron stehen und sagen, ja, du hast damals so und so und so und so gesagt. Nein, das ist keine Angstmacherei, was ich jetzt sage, das ist einfach die Wahrheit, so wie es hier drin steht in der Bibel. Wir wissen es. Und wir folgen den Weg weiter. Egal den Weg, diese Gebote, wo hier drin steht, im Heiligen Buch, egal was kommt. Und liebe Seele, wenn du ein Leid hast, wenn du ein Problem hast, wenn du eine Krankheit hast, wenn du
Bete doch zum Herrn. Der Herr gibt dir die Lösung. Der Herr geht voran. Ja, das sagt sich so einfach. Ja, ich habe kurz ein Gebet, so ein Stoßgebet gemacht. Nein, liebe Seele, bete auf den Knien, voller Heiligen Geist. Wenn du es nicht schaffst am Anfang, dich zu erfüllen mit dem Heiligen Geist, dann sing einen Psalm oder ein Lied und preis den Psalm. Und dann kommst du automatisch rein, da erfüllst du dich dann immer mehr, wie ein Wasserglas, wenn du Wasser reintust, immer mehr mit dem Heiligen Geist. Der eine hat Schwierigkeiten, sich zu erfüllen, der andere ist innerhalb von 2 Sekunden erfüllt. Aber mach es und mach es so, wie es hier drin steht. Und wir machen es auch nicht anders. Und ich denke, wir sind da auf einem sehr guten Weg. Ich möchte nicht loben, aber es gibt wenige Gemeinden, die diesen Weg, so wie wir, puristisch, ohne Instrumente, ohne Videopointer, ohne irgendwas, zum Herrn gehen. Es gibt auch wenig Gemeinden, die ausdauernd so lange auf den Knien beten. Die beten meistens so im Stehen. Fertig. 1 Minute. Und dann hat sich. Kannst du dich da erfüllen? Nein, kannst du nicht. Und wir sind da auf einem sehr guten Weg. Amen.